Razzia bei Holocaust-Leugner in den frühen Morgenstunden. In Rosenheim haben Polizisten die Wohnung von Bernd F. durchsucht. Der 59-Jährige soll Reichsbürger sein und immer wieder volksverhetzende Texte und Verschwörungstheorien mit strafbarem Inhalt auf Telegram veröffentlicht haben. Etwa 800 Mitglieder hat die Social-Media-Gruppe, in der mehrfach zur Jagd auf das obere Verbrechersystem und dessen Säuberung aufgerufen wurde. Schwer bewaffnete Beamte finden Datenträger und Kommunikationsmittel in der Wohnung von Bernd F. Er räumt dabei ein, dass er tatsächlich der Betreiber der Telegram-Gruppe ist. Der 59-Jährige begleitet die Polizisten aufs Revier, wo seine Personalien aufgenommen werden. Ihm wird nun Volksverhetzung und versuchte Nötigung vorgeworfen. In diesem Fall droht eine Freiheitsstrafe von bis zu 5 Jahren.